Ich freue mich sehr, Sie ganz herzlich zum ersten Panel der diesjährigen Jahrestagung des Recent Globes begrüßen zu dürfen, zum Panel 1. Unser Panel widmet sich einem Thema, das in den letzten Jahren immer wieder vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit stand und sehr vielschichtig diskutiert wurde. Wir werden heute gemeinsam über Rassismen und antirassistische Diskurse in der Vergangenheit und Gegenwart sowie ihre transnationalen Verflechtungen sprechen. Die globalen Krisen unserer Zeit, so die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Rim Alabali Radovan, sind immer auch Zeiten, in denen vulnerable Gruppen ganz besonders geschützt werden müssen. In ihrem Lagebericht Rassismus in Deutschland geht sie dabei auf spezifische Formen des Rassismus hierzulande ein, darunter den antiasiatischen, antimuslimischen und antischwarzen Rassismus. Diese sind allesamt keine neuen Phänomene. Einschneidende Ereignisse wie etwa die Ermordung George Floyds oder der virulente antiasiatische Rassismus während der Corona-Pandemie haben die Diskurse international und in Deutschland beeinflusst. Darüber hinaus haben sich neue antirassistische Bewegungen und Proteste in den sozialen Medien formiert, die auf neue Episteme hindeuten. Im Kontext der Jahrestagung diskutieren wir dabei auch, ob die möglichen Kontinuitäten und Diskontinuitäten im Rassismus und im Antirassismusdiskurs Ausdruck einer oder mehrerer epistemischer Krisen sind, wie sich die heutigen Ausprägungen von Rassismus erklären lassen und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Bevor ich Ihnen jetzt unsere Panelists vorstellen darf, möchte ich nochmal dem gesamten Orga-Team danken, Amira Augustin, Alain Soumyam sowie auch Miriam Meinekat und Justus Wende für die Organisation des heutigen Panels. Und wir werden beginnen mit einem Vortrag von Alain Soumyam. Er studierte Anglistik, Germanistik und Romanistik und promovierte an der Universität Jean I in Kamerun. Er publizierte bereits unter anderem zu Afrika-Vorstellungen in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur und seine Forschungsschwerpunkte umfassen die Stereotypenforschung, Interkulturalität sowie Postkolonialität. Aktuell ist er als Postdoc in der INRA-Studie Institutionen und Rassismus und Teilprojekt A02 Transregionale Zirkulation von Rassismusvorstellungen tätig. Daneben sitzt ebenfalls eine Kollegin aus der INRA-Studie aus Berlin vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung, Dr. Kimiko Suda. Sie forschte unter anderem bereits zu antiasiatischem Rassismus während der Corona-Pandemie, wirkte am Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor mit und ist aktuell im Projekt Beno7 rassifizierende Diskriminierung in der kommunalen Praxis tätig. Michelle Schweizer studiert aktuell Master Soziologie an der Universität Leipzig. Sie ist wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt C03, ebenfalls in der INRA-Studie Rassismus, Bekämpfung und Prävention in Behörden und Sportverbänden. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute auch zwei Gäste aus der Praxis dabei haben, nämlich Jule Wagner und Mohamed Bukayeo, die vom Zentrum für Europäische und Orientalische Kultur e.V. in Leipzig sind und sich mit der vorurteilsfreien Materialentwicklung, Antidiskriminierungspädagogik sowie dem Thema antimuslimischer Rassismus beschäftigen. Jetzt freue ich mich sehr, das Wort an Alain Soumyam und seinen Vortrag zu übergeben. Herzlichen Dank, Daike. Einen schönen Gruß an alle. Seit der Tötung George Floyds in Minneapolis rückt das Phänomen Rassismus wieder ins Zentrum namhafter Debatten und Demonstrationen weltweit und kann als globale Krise wahrgenommen werden. Das im Zentrum dieser Demonstrationen stehende Schlagwort Black Lives Matter steht deshalb nicht mehr nur für ein lokales, sondern und vor allem ein globales Anliegen. Es spielt nicht mehr nur auf antischen Rassismus in den USA, sondern auch auf seine Hybridisierungsformen in anderen Ländern, sogar in jenen Ländern, wo man nie von Rassismus gehört hat. Welche Geschichte, Narrative stecken hinter dem Begriff Black Lives Matter? Welche Form nimmt der Begriff außerhalb der USA? Wie wird er in Deutschland resemantisiert? Das sind unter anderem Fragen, die ich in meinem Beitrag beantworte. 2013 wurde in der US-amerikanischen Stadt Florida der Afroamerikaner Trayvon Martin von George Zimmerman, Mitglied einer Nachbarschaftswache, erschossen, weil dieser ihm verdächtig vorgekommen sei. Dass Racial Profiling klar als Grund der Ermordung Trayvon Martins vorkam,
war schon irritierend. Schlimmer wurde es, als Zimmermann wenige Tage danach freigesprochen wurde. Drei Women of Color, Alicia Garza, Patrice Cullors und Opal Tometi, initiierten die Bewegung Black Lives Matter zunächst als Protest gegen dieses Gerichtsurteil. Garza veröffentlichte einen Facebook-Post mit dem Titel A Love Note to Black People, in dem sie schrieb, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Cullors antwortete mit dem Hashtag Black Lives Matter. Tometi verstärkte die Bewegung durch ihre Unterstützung und die Online-Kampagne Black Lives Matter war geboren. Der Hashtag Black Lives Matter machte schnell die Runde auf Social Media und etablierte sich bei Demonstrationen gegen rassistische Polizeigewalt auf Schildern. Ab August 2014 wurde Black Lives Matter zu einer nationalen Protestbewegung. Patrice Cullors schrieb ein Buch, das Black Lives Matter als eine Geschichte vom Überleben vorstellte. In diesem Buch erzählt sie, Zitat, vom Aufwachsen in einem Land, das von Armut, Ungleichheit und rassistischer Polizeigewalt geprägt ist, und fordert eine neue Antwort auf die Frage, wie viel zählt ein schwarzes Leben? Das Buch von Khan Cullors deutet darauf hin, dass die Schwarzen in den USA als Terroristen profiliert werden. Der amerikanische Originaltitel When They Call You a Terrorist fordert die Leserschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Begriff Terrorismus auf, womit versucht wird, die Anti-Rassismus-Bewegung in den USA zu diskreditieren und, Zitat, rassistische, frauenfeindliche und transphobische Gewaltausbrüche als normal abzutun. Im Vorwort heißt es, Black Lives Matter beleuchtet ein Leben, das zutiefst geprägt ist von Race, Gesellschaft, Klasse, Gender, Sexualität, Behinderung und so weiter. Rassismus in den Vereinigten Staaten hat eine jahrhundertlange und vielfältige Geschichte. Afroamerikaner wurden bis 1865 vor allem in den Südstaaten versklavt und waren auch nach der Abschaffung der Sklaverei den Vorschriften der Rassentrennung unterworfen. Erst nach der Einschränkung der Menschenrechte von Afroamerikanern wurden Black Codes genannt. Es waren Gesetze, die es Schwarzen gänzlich verbatten, Grundbesitz zu haben, Verträge abzuschließen oder sich in bestimmten Staaten niederzulassen. Ab 1876 wurden die sogenannten Jim Crow-Gesetze erlassen, die bis 1964 eine Rassentrennung vorschrieben. Kern dieser Gesetze war die Racial Segregation in allen öffentlichen Einrichtungen, darunter insbesondere auch im Bildungssystem und öffentlichen Personennah- und Fernverkehr. Dies führte dazu, dass Einrichtungen für Schwarze stets schlechter ausgestattet wurden. Als erste antirassistische Bewegung galt die Bürgerrechtsbewegung, deren historische Hochphase zwischen den späten 1950er Jahren und dem Ende der 60er Jahre zu situieren ist. Der Schwerpunkt der Bewegung lag im Engagement für die Durchsetzung der Bürgerrechte der Afroamerikaner. Der populärste Führer war Martin Luther King mit seinem gewaltfreien Widerstand im zivilen Ungehorsam. Will man aber von Radikalismus bei den Bürgerrechtsbewegungen sprechen, dann muss man eher Malcolm X erwähnen. Der Martin Luther Kings christlich gewaltloser Ansatz für einen weiteren Versuch hielt, Gerechtigkeit bei den Weißen zu erbitten. Deshalb betrachtete er ihn als Haus N, im Gegensatz zu ihm als Feld N. 1956 wurde Malcolm X ermordet. Zwei schwere Unruhen aus, in deren Verlauf über 300 Schwarze von Militär und Polizei getötet wurden. Zwei junge Schwarzen in Kalifornien gründeten daraufhin Anfang 1966 die Black Panthers Party for Self-Defense, um die Ideen von Malcolm X umzusetzen. Dazu verteilten sie unter der Bevölkerung ein 10-Punkte-Programm mit den folgenden Forderungen: Freiheit und Selbstbestimmung, Beschäftigung, Ende der Ausbeutung, menschenwürdige Wohnungen, ein reformiertes Bildungssystem, Erstellung von Militärdienst, ein Ende der willkürlichen Polizei,
Freilassung aller afroamerikanischen Gefangenen wegen Benachteiligung während der Verhandlungen. Faire Gerichtsprozesse vor amerikanischen Geschworenen durch afroamerikanische Ankläger sowie einen Volksentscheid unter der schwarzen Bevölkerung über deren nationales Schicksal. Welche Narrative steckt hinter dem Begriff Black Lives Matter? Die Anhänger des Black Lives Matter betreiben ein Narrativ, nach dem alle Schwarzen verdammt seien und auswählen. In allen Lebensbereichen werden sie benachteiligt und diskriminiert. Sie erleiden tief verankerte Stereotypen, die zu ihrer Stigmatisierung führen. Ein frappantes Beispiel für dieses Narrativ der Verzweiflung ist das Buch I Can't Breathe Too von Christopher Hendy. Die Losung I Can't Breathe zu betonen signalisiert eine Art der Empathie und der Solidarisierung. Der Ich-Erzähler eignet sich in einer Geste der symbolischen Identifikation für kurze Zeit die Persona George Floyds an, genau im Moment seines bevorstehenden Todes. Hendy betont die sogenannte White Privilege. Und in diesem Buch haben wir mit einem quasi pessimistischen Diskurs zu tun, nachdem alle Schwarzen in den USA, dazu auch Prominente wie Barack Obama, verdammt seien, vor Rassismus ersticken und nicht atmen können. Als weitere Protestformen haben wir Hashtags. Und mit Hashtags in Social Media wird die Aufmerksamkeit auf die rassistischen Erfahrungen schwarzer Menschen gelenkt und für bestimmte Handlungen geworben. Die Besonderheit ist die Knappheit der Wörter, die aber auf breite Resonanz beim Publikum stoßen. Der Artikel Stay Woke, The Language and Literacies of Black Lives Matter Movement von Richardson und Regland stellt die Bewegung als eine Art Revolution gegen Ungerechtigkeiten dar, die schwarze Menschen erleiden und immer erlitten haben. Der Protest wird vielerlei zum Ausdruck gebracht, Black Stylistic Devices, Botschaften auf Schildern, T-Shirts, Black Brunch, Die-Ins, Hands Up, Knien, Nasen- und Mundschutz und so weiter. Welche Diskurse stecken hinter dem Begriff? Nicht atmen können. I Can't Breathe ist eines der meistbenutzten antirassistischen Protestslogans im Rahmen der Black Lives Matter Bewegung. Der Ausdruck wurde zum ersten Mal im Juli 2014 vom US-Amerikaner Eric Garner benutzt, als er von Daniel Pantaleo, einem Polizisten des New York City, brutal ermordet wurde. Bevor er in Ohnmacht versank, sagte er 11 Mal I Can't Breathe. Als Pantaleo danach für unschuldig erklärt wurde, wurde der Ausdruck zum Protestslogan. Dieser Ausdruck wurde von weiteren 9 sterbenden Personen benutzt, entweder beim Polizeieinsatz oder im Gefängnis, dazu auch George Floyd. Den Ausdruck bezeichnet Gabriel Aparte als the suffocating nature of racism. Er betont, dass Schwarzamerikaner die soziale Luft nicht kriegen können, weil sie diskriminiert und benachteiligt werden. Da Rassismus in der Luft angesiedelt ist, könne man ihn nicht sehen, sondern nur atmen. Atmen können bzw. gesunde Luft kriegen, bedeutet in diesem Sinne frei von Rassismus leben. Die Black Lives Matter protestiert also gegen Rassismus als atmosphärischen Gesellschaftszustand, welcher den Afroamerikanern die Luft zum Atmen und somit die Möglichkeit eines würdevollen Zusammenlebens innerhalb der Gesellschaft nimmt. Hatem Bazian verbindet die letzten Worte Floyds mit dem Fortwirken kolonialrassistischer Effekte in der heutigen Gesellschaft. Mit der Ermordung von Floyd werden die genozidalen Aspekte der Kolonisation deutlich, die in der postkolonialen Gesellschaft fortbestehen. Gewalt und White Supremacy seien also Ausprägungen des kolonialrassistischen Diskurses. Gabriel Aparte weist darauf hin, dass Spivaks Frage "Can the subaltern speak?" die Tatsache zum Ausdruck bringt, dass die Stimme der Subalternen tonlos ist, weil sie keine Luft kriegen können. Die Wortergreifung der Subalternen im postkolonialen Sinne kann also als das Atmen können verstanden werden. Für Hendy zielt der Say Their Name-Diskurs darauf ab, Zitat,
to keep the memories alive of those Black people who lost their lives due to prejudice and racism, to show solidarity with the families of the deceased and remind their killers that those people were human beings and deserved to live their lives and aspired for a good future, just like any other human being. Als speziell Diskurse zu Black Lives Matter haben wir All Lives Matter, Black Women Lives Matter, Black Queer Lives Matter. So die Black Lives Matter Bewegung will sicherstellen, dass alle schwarze Leben zählen und dass ein Raum frei von Sexismus, Frauenfeindlichkeit, Androzentrismus und Homophobie gesichert ist. Als Gegendiskurse haben wir All Lives Matter oder was Tupoka Ogette farbignorante Rassismus nennt. So, es ist ein Phänomen, bei dem Menschen versuchen, gesellschaftliche Realitäten und Machtgefälle zu relativieren oder auszublenden. Blue Lives Matter will den angeblichen Lügen der Black Lives Matter Bewegung entgegentreten und steht auf der Seite der Polizisten, die auch getötet werden. Racism is not only in America problem. So, welche Formen nimmt Black Lives Matter in anderen Ländern? In ihrem Artikel Black Lives Matter Goes Global, Connective Action Meets Cultural Hybridity in Brazil, India and Japan, zeigen Saif Shaheen, Jonki Nakahara und Mariana Sanchez, wie die Bewegung in Brasilien, Indien und Japan angeeignet wurde. Zitat, to give voice to local struggles for social justice. Gegenstand ihrer Analyse ist die Darstellung der Bewegung in Twitter. Daraus geht hervor, dass Black Lives Matter Hashtags benutzt wurden, Zitat, to draw attention to particular local issues that were deemed to resonate with Black Lives Matter key message, social justice for minorities. In Brasilien wurde Gerechtigkeit für João Pedro gefordert, einen Jugendlichen, der von der Polizei getötet wurde. In Indien wurde Gewalt gegen Muslime denunziert. In Japan wurde eher auf das Schweigen über Rassismus aufmerksam gemacht. Instagram wurde am meisten benutzt, um den Diskurs zu verbreiten und auf seine Formen auf lokaler Ebene aufmerksam zu machen. Instagram-Seiten standen entweder für Länder oder für Städte, Black Lives Matter, Australien, Kanada, Tokio, London und so weiter. Daraus geht Folgendes hervor. Eigentlich alle Seiten befassen sich mit antirassistischer Aufklärungsarbeit. Es werden auch viele aktuelle Debatten in der Politik oder in der Öffentlichkeit aufgegriffen und Rassismus kritisch beleuchtet. Die Seiten dienen auch zum Aufruf von Demonstrationen, Veranstaltungen, Bildungsarbeit wie Lesungen, Workshops, Stream und so weiter. Ein weiteres wiederkehrendes Thema ist die Erzählung der Geschichte und der emanzipatorischen Kämpfe der Afro-Diaspora. Und ein letzter Punkt ist die Aufklärung über Polizeigewalt. Eine weitere Form der Aneignung der Black Lives Matter-Bewegung sind die Erfahrungsberichte. In Anknüpfung an die Geschichte von Floyd haben namhafte Autorinnen versucht, ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen mit Rassismus zu schreiben und sie dem Publikum zugänglich zu machen. In Großbritannien erschienen beispielsweise zwei Sammelbände Black British Lives Matter und Still Breathing. Im ersten Buch ist es die Rede von einzelnen Erfahrungen im Beruf, vom institutionellen Rassismus oder auch von Alltagsrassismus. Im zweiten Buch kommen noch 100 Personen zu Wort und dazu sagt Asta D. The book entails essays, poetry, art, memoirs, anecdotes, biography, creative nonfiction, and fictionalized truth by Black voices, ranging from students, actors, doctors, artists, und so weiter. Der afrikanische Kontinent solidarisierte sich auch mit der Black Lives Matter Bevegung. Im Norden Afrikas, wo die Bevölkerung größtenteils arabisch ist, wurde auf rassistische Diskriminierung gegenüber Schwarzen aufmerksam gemacht, was Mariam Nihal Abdelatif Rassismus au Noir nennt. Dazu sagt sie, ich zitiere, le racisme n'est pas aussi direct aux États-Unis, mais il est présent. Je n'ai jamais subi de brutalité, mais plutôt du harcèlement, des insultes, une invalidation de mes expériences, surtout à l'école.
Et pourtant, c'est comme si cela n'existait pas. Le racisme est nié ou souvent réduit à une simple plaisanterie. So da geht es wieder um den farbignoranten Rassismus. Im südlichen Afrika wurde die Gelegenheit ergriffen, um die Geschichte der Sklaverei, des Kolonialismus und des Neokolonialismus zu bewältigen. Aufmerksam wurde auf den Diskurs des Orientalismus nach Edouard Said gemacht, nachdem die Afrikanerinnen von der westlichen Narrative stets ausgeschlossen waren. Die südlichen Afrikanerinnen identifizierten sich also mit dem Black Lives Matter und fanden dabei den Anlass, das Wort zu ergreifen. Wie wird der Begriff in Deutschland semantisiert? Sowohl in Social Media, in Zeitungen als auch in Erfahrungsberichten und Wissenschaft wurde Black Lives Matter in Deutschland enorm behandelt. Im Buch Black Lives Matter in Deutschland, George Floyd und die Diffamierung von Achille Bembe als Antisemit verbindet Hayo Funke Black Lives Matter mit Antisemitismus, Kolonialismus und Rassismus in Deutschland. Ausgehend von der Causa Bembe, die auch als historischer Streik 2.0 betrachtet wurde, zeigt Funke, wie die Abwehr von Erinnerung überwunden und eine gemeinsame antirassistische Perspektive entworfen werden kann. Wie im Klappentext weiter zu lesen ist, ist Funkes Hauptanliegen die Erklärung der kolonialen rassistischen Herrschaft, wie sie von Bembe aus eindrucksvoll analysiert und von Bewegungen wie Black Lives Matter politisiert wird. Und ob diese Auseinandersetzungen in Konkurrenz zur Erinnerung an den Holocaust stehen. Ein weiteres Buch ist Damit wir atmen können. Es ist eine Wortergreifung nicht mehr nur von schwarzen Deutschen, sondern auch von Migrantinnen. Es signalisiert auch eine Erstickung im deutschen Sprachraum, verbindet sie trotzdem mit Optimismus, mit der Möglichkeit zum Atmen. Mit wir wird ein Prozess der performativen Vergemeinschaftung und einer semantischen Verschiebung deutlich. Es geht nicht mehr um die Solidarisierung mit Floyd, sondern um die Mobilisierung seines Todes, um etwas in Deutschland zu bewegen. Im Buch geht es um einen Resemantisierungsversuch, der schon im Klappentext deutlich wird. Das Atmen-Motiv wird also im deutschen Sprachraum zum Anlass oder zum Alibi zur Denunzierung von Rassismen auf lokaler Ebene. Rassismus gegen schwarze Deutsche, antimuslimischer Rassismus, Anti-Roma-Rassismus und so weiter. Zum Say Their Name Diskurs führt das Buch Orte rassistischer Gewalt in Deutschland hinzu, Solingen, Mölln-Dessau, Hanau und so weiter. Das Buch macht zwar auf rassistische Kontinuitäten aufmerksam, betont aber die bestehenden Formen der Gegenwehr am Beispiel antirassistischer Organisationen wie Migrantifa, die Amadeu Antonio Stiftung, die Initiative Uri Jalo und so weiter. Schließen wir deshalb mit den Faustregeln für migrantische Mitmenschen von Emre Aslan, die auch für alle gelten können. Aslan fordert 10% Toleranzarbeit, 10% Antirassismusarbeit, 20% Selbstreflexion und 60% Chill-Out-Zone. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Alain. Wir machen jetzt einfach nahtlos weiter direkt mit dem Vortrag von Kimiko Suda. Und im Anschluss wird es dann die Gelegenheit geben, Zwischenfragen zu stellen zu diesen beiden Vorträgen. Ja, vielen Dank nochmal an dich, Seife, für die nette Vorstellung. Und vielen Dank an Anna und auch Amira für die Einladung zu diesem Panel. Ich freue mich sehr, an der Jahrestagung des Leipzig Research Center Global Dynamics teilnehmen zu können. Im Kontext des thematischen Rahmens dieser Jahrestagung, der Frage nach dem Wandel von Wissens- und Werteordnung, lokal und transnational, die natürlich auch Einfluss auf die soziale Positionierung rassifizierter Gruppen hier in Deutschland nehmen, habe ich mich für diesen Panelbeitrag auf die Suche nach Verflechtungen von antiasiatischem und antischwarzem Rassismus gemacht, um rassistische Wissensbestände im deutschen Kontext besser historisch herleiten und einordnen zu können. Ich hoffe, wenn ich dieses Vorhaben zukünftig noch weiter vorangebracht habe, nachvollziehen zu können, welche Praktiken der Ungleichbehandlung von diesen rassistischen Wissensbeständen abgeleitet und durch sie legitimiert werden. In der Logik eines sogenannten White Frame. Joe Fegan definiert White Frame folgend.
White frame includes a broad and persistent set of racial stereotypes, prejudices, ideologies, interlinked interpretations and narratives and visual images. It also includes racialized emotions and racialized reactions to language, accents, and embeds inclinations to discriminate. This white racial frame, like most social frames, operates to assist people in defining, interpreting, conforming to, and acting in their everyday social worlds. Wie in der Panelbeschreibung dargestellt, gibt es seit der Black Lives Matter-Bewegung transnational zunehmend mehr öffentliches Wissen über antischwarzen Rassismus, wie Alaa ja gerade schon auch dargestellt hat. Und seit der Corona-Krise und auch den Angriffen auf asiatisch gelesene Menschen in dem Zeitraum vermehrt öffentliches Wissen über anti-asiatischen Rassismus. Und damit einhergehend geht auch eine politische Anerkennung von Rassismus in Deutschland einher, nicht unbedingt per se als strukturierendes Element in der Gesellschaft, aber immerhin ist anerkannt, dass es sich um ein verbreitetes soziales Phänomen handelt. Der öffentliche Diskurs im deutschen Kontext geht jedoch selten weiter in die Tiefe hinsichtlich der historischen Entstehung und Herkunft aktuell auffindbarer rassistischer Widerstände, die unsere Gesellschaftsordnung prägen. Es ist noch nicht so viel bekannt über die Räume und Kontexte, in denen sie entstanden sind und mit welchen sozialen Praktiken und Zuordnungen von Hierarchien sie verbunden waren und sind. Verflechtungen von unterschiedlichen Formen von Rassismus und antirassistische Allianzen von unterschiedlichen Diaspora-Communities sind im aktuellen deutschen wissenschaftlichen Kontext bisher kaum sichtbar, während sie beispielsweise in den USA im wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Kontext bereits mehr Anerkennung bekommen haben und auch Sichtbarkeit haben. Mit meiner Suche nach Verflechtung ist keine Unsichtbarmachung der Unterschiede oder eine Gleichsetzung von anti-asiatischem und anti-schwarzen Rassismus intendiert. Auf dieser Folie sehen Sie auf der linken Seite ein Poster der Chinese-American Künstlerin Monyi Chow. Sie erinnert mit der Wahl ihrer grafischen Elemente, ich glaube auch nostalgisch, an die politischen Allianzen des Civil Rights Movements der 1960er Jahre zwischen Afro-American und Asian-American Aktivistinnen und macht damit ein politisches Statement zur Gegenwart und visualisiert quasi ihre Solidarität mit der Black Lives Matter-Bewegung. Beziehungsweise beinhaltet es eine Aufforderung an die Asian American Community als Kollektiv, sich bei rassistischen Angriffen parteilich mit der schwarzen Community zu zeigen. Die Selbstbezeichnung Yellow Peril, die quasi unter dieser Tiger-Figur steht, ist eine Gegenantwort auf die Zuschreibung während der Corona-Pandemie, da asiatische Körper damals die Zuschreibung bekommen haben, sie würden per se das Virus in sich tragen und übertragen. Und es wird gleichzeitig eine Referenz zum kolonialrassistischen Kontext gezogen, in dem der Begriff Yellow Peril entstanden ist, auf Deutsch gelbe Gefahr, und der quasi jetzt im Kontext von Corona dann wieder recycelt wurde. Ihre Illustration wurde zum Teil auch kritisiert und ihr wurde vorgeworfen, eine unangemessene Gleichsetzung von Rassismuserfahrungen zu betreiben. Der Hintergrund dieser Kritik spielt auch eine Rolle im deutschen Kontext. Asiatinnen oder auch deren Nachkommen werden hier, wie auch in den USA, in einem Teile- und Herrsche-Diskurs, in einem White Frame, wie Fegin ihn definiert, als Model Minority oder Vorzeigemigrantin im öffentlichen Diskurs funktionalisiert und somit beispielsweise auch gegen schwarze und muslimische Menschen immer wieder ausgespielt. Es liegt somit quasi auch in der Verantwortung der asiatisch-diasporischen Communities, dieses Teile- und Herrschespiel nicht mitzuspielen und vermeintlich positive Zuschreibungen als rassistische Zuschreibungen zurückzuweisen. Die Verflechtung der beiden Communities können demnach nicht ohne eine Reflexion der Rolle des White Frame und der gesellschaftlichen Hierarchien für die Erzeugung rassistischer Wissensbestände diskutiert werden. Für diesen Panelbeitrag habe ich nach Kontexten bzw. Räumen gesucht, in denen Mitglieder asiatischer und schwarzer Diasporas möglichst mehrere Jahre gemeinsam an einem Ort verbracht haben und bin dabei auf Beispiele in der Kolonialzeit und in der nicht so weit zurückliegenden deutschen Geschichte gestoßen. Das ist jetzt noch kein fertiges Paper, sondern ich trage Ihnen quasi so eine Art Work in Progress vor. Weiter.
Der Kontext deutscher Kolonien im Asien-Pazifik-Raum wird bisher für die rassistischen Wissensbestände nur in wenigen Publikationen berücksichtigt. Sie sehen hier auf der Karte unter anderem zwei deutsche Kolonien, an denen geteilte Arbeits- und auch Lebensräume von asiatischen und schwarzen ArbeiterInnen nachgewiesen und beschrieben worden sind. In der deutschen Kolonie Neuguinea, die von 1884 bis 1918-1919 bespannt und später zu British New Guinea wurde, arbeiten ehemals versklavte Arbeiterinnen gemeinsam mit sogenannten Indentured Workers aus China zusammen auf Kopra- und Kautschukplantagen. Beide Gruppen wurden im Sinne von Colonial bzw. Racial Capitalism von deutschen und britischen Handelsfirmen ausgebeutet. Die kanadische Autorin Tessa Watts rekonstruiert in ihrem essayistischen Buch Shame on Me die Geschichte ihrer eigenen Familie, zu denen sowohl asiatische als auch schwarze Personen gehörten. Und sie versucht es auch hinsichtlich der weißen Männer, angestellt bei den Plantagenbesitzern als Aufseher, die in der Regel durch sexuelle Gewalt gegenüber Women of Color ihren Einzug in die DNA der Familie fanden. Ähnlich wie Saidiya Hartmann, Professorin für African American Studies an der Columbia University, die zur Geschichte eines Teils ihrer Familie im Gebiet des heutigen Ghana schreibt, stellt sie sich der Schwierigkeit, transnationale Kolonialgeschichte möglichst vollständig zu rekonstruieren, auch wenn diese nur sehr fragmentiert aus der individuellen Perspektive von People of Color dokumentiert ist. Sie bringt quasi Archivmaterialien der kolonialen Verwaltung mit ihren eigenen Reflexionen beispielsweise dazu, wie das Leben ihrer Vorfahren ausgesehen haben könnte, zusammen. Die Kolonie Deutsch-Samoa, zu der die Inseln Upolu und Sawai gehörten, bestand offiziell von 1900 bis 1914 mit Aktivitäten deutscher Unternehmen wie der Errichtung von Kokospalmplantagen vor und nach dem offiziellen Koloniestatus. Die Publikation von Peter J. Hempenstall, Pacific Islanders Under German Rule, A Study in the Meaning of Colonial Resistance, stellt mit ihrem direkten Fokus auf antikolonialen Widerstand und die Perspektive der kolonialisierten Menschen eine Ausnahme dar. Samoa wird oftmals als Ausnahme unter den Kolonien dargestellt, da deren einheimische Bewohnerinnen nicht zur Arbeit auf Plantagen zwangsverpflichtet wurden und die Elite der samoanischen Gesellschaft über eine Ratsversammlung vergleichsweise eine Art Konsultationsrecht bei der Kolonialregierung, wenn auch kein Mitentscheidungsrecht hatte. Hierzu hat Hermann Heri ausführlich geforscht. Trotz dieser vergleichsweise guten Stellung innerhalb der kolonialisierten Regionen existierten rassistische Wissensbestände zu West-Samoa, also dem Gebiet, das unter deutscher Kolonialmacht stand, visualisiert in der Form von rassifizierten und hypersexualisierten Frauen und auch Männer-Aktfotografien mit dem Label Südsee-Schönheiten als Teil des Diskurses über sogenannte Eat-the-Wilde und auch als Projektionsfläche für sexualisierte weiße Machtfantasien. Hierzu haben Mesenhöller und Turbin gearbeitet. Aktbilder dieser Art, platziert in exotischen Landschaften, lassen sich auch in der deutschen Malerei finden, beispielsweise bei Emil Nolde und Max Pechstein. Über Postkarten und eben diese Malerei wurden diese Narrative aus den Kolonien in die deutsche Gesellschaft daheim tradiert. Die Narrative über Samoa als Ausnahmekolonie werden oftmals angeführt, um damalige Vergleiche innerhalb eines kolonialrassistischen deutschen Denksystems und einer Alltagspraxis in den Kolonien darzustellen. Die Samoanerinnen hatten dabei eine ähnliche Funktion wie heute die asiatische Model Minority. Sie wurden als näher an der weißen deutschen Norm stehend im Vergleich zu Menschen aus den Kolonien Neuguinea und den deutschen Kolonien in Afrika konstruiert. Die Vergleiche wurden dabei sowohl hinsichtlich von Körpermerkmalen wie Gesichtsformen als auch von vermeintlichen Charaktereigenschaften geführt, individueller sowie gesellschaftlicher, zivilisatorischer Entwicklungsstand und so weiter. Gegenläufige Narrative des edlen Wilden und des unzivilisierten Wilden, Anführungsstrichen, wurden je nach Thema und Situation jeweils für den Nachweis der Überlegenheit der weißen deutschen Rasse funktionalisiert. Dazu haben zum Beispiel Heri, Rigotti, Malama und Scheffel gearbeitet. Für die Arbeit auf den Plantagen wurden dann per Schiff Arbeiterinnen nicht nur aus Neuguinea, sondern auch aus Südostasien, aus China und Malaysia nach Samoa gebracht, um auf diesen Kokospalmenplantagen zu arbeiten. Der Historiker Holger Dressler spricht dabei von einer Globalisierung von
Samoa im Kontext eines Coconut-Capitalism. Beispielsweise wurden 20.000 chinesische Arbeiterinnen in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts nach Samoa gebracht. Über den ausbeuterischen Einsatz von asiatischen Menschen als Arbeitskräften in deutschen Kolonien und ehemaligen europäischen Kolonien hinaus wurde in Preußen damals von PolitikerInnen und Geschäftsleuten diskutiert, ob chinesische Männer als Kuni betitelt, nicht auch in Preußen selbst profitbringend eingesetzt werden könnten, wenn sie gleichzeitig als Konkurrenz für einheimische ArbeiterInnen dämonisiert wurden. Ihre Demohumanisierung, die Degradierung der chinesischen oder asiatischen Kultur unter die deutsche in der damaligen Diskussion können als bis in die Gegenwart tradierte diskursive Bestandteile von antiasiatischem Rassismus begriffen werden. Beschrieben wird dieses Phänomen beispielsweise von Sebastian Konrad in seinem Buchkapitel Politik der Segregation, chinesische Arbeiter, globale Netzwerke und die farblose Gefahr. Rassismusforschung kann aus meiner Perspektive kaum ohne die Berücksichtigung von Antirassismus bzw. Widerstand gegen Rassismus und Resilienzstrategien gemacht werden, wenn rassifizierte Personen als Subjekte verstanden werden in dieser Forschung. Bei der Suche nach Verflechtungen unterschiedlicher Communities innerhalb von transnationalem dekolonialen Antirassismus lässt sich beispielsweise die Liga gegen Imperialismus nennen, die 1925 unter der Federführung der Kommunistischen Internationale gegründet wurde und deren Sekretariat sich in Berlin befand. Auf dem Bild sehen Sie deren Kongress gegen koloniale Unterdrückung und Imperialismus, der im Februar 1927 in Brüssel stattfand. Es nahmen Delegierte aus Belgien, China, Mexiko, England, Algerien, Japan, dem französisch-kolonialen Gebiet Indochina, Peru, Frankreich, weiteren französischen Kolonien, Indien, Deutschland, Holland und der Tschechoslowakei statt. Auf dem zweiten Bild sehen Sie eine Sitzungssituation während der asiatisch-afrikanischen Konferenz, die vom 18. bis 24. April 1955 in Bandung stattfand und auch heute noch als ein symbolischer Ausgangspunkt für eine verflochtene dekoloniale Perspektive in der Politik angesehen wird. Zur Konferenz luden damals die Präsidenten von Burma, Ceylon, India, Indonesien, Pakistan ein. Zusätzlich zu den einladenden Nationen nahmen Afghanistan, Liberia, Kambodscha, Libya, People's Republic of China, Nepal, Egypt, Philippines, Äthiopien, Saudi-Arabien, das Gebiet der ehemaligen Gold Coast, Sudan, Iran, Syrien, Irak, Thailand, Japan, Türkei, Jordan, Democratic Republic of Vietnam, Laos, State of Vietnam, Libanon, Jemen teil. Ich mache immer diese lange Aufzählung, weil es einfach nochmal aufzeigt, welche großen Allianzen es gab außerhalb auch des europäisch-US-amerikanischen Transatlantik-Akt, der ja hier auch immer sehr im Fokus steht. Und damals wurde auch ein langes Kommuniqué verabschiedet, in dem es vor allem darum ging, dass diese Staaten, die jetzt neu unabhängig waren oder sich im Prozess befanden, unabhängig zu werden, eben die gleichen Rechte und den gleichen Schutz erwarteten wie die anderen oder auch ehemaligen Kolonialmächte eben auch, wie Respect for the Sovereignty, Territorial Integrity of All Nations, Recognition of the Equality of All Races und so on. Aus Zeitgründen lese ich Ihnen nicht das Ganze vor, aber es ist sehr umfassend und hat schon noch einen großen symbolischen Wert. Verflechtung und Verbindung zwischen der asiatischen und schwarzen Community lassen sich auch in den 1980ern und in der Postwendezeit finden. Sowohl was gemeinsame Arbeitsräume und Alltagsbegegnungen angeht, als auch gemeinsame Erfahrungen rassistischer Angriffe. Im Herbst 2021 haben wir mit Corientation, einem asiatisch-deutschen Netzwerk, wo ich auch ehrenamtlich arbeite, anlässlich des 30. Jahrestags des Pogroms von Hoyerswerda eine Veranstaltung gemacht und eine Zeitzeugin aus der vietnamesischen Community eingeladen, Mai Phuong Kualat, und Paulino Miguel, ein Zeitzeuge aus der mosambikanischen Community. Und in dem Gespräch wurde dann einfach deutlich, dass natürlich vom Staat aus eine Separation der Communities vorgesehen war und dass dann aber natürlich im Alltag dieser jungen Arbeiterin, die sich zum Teil eben in den Betrieben begegnet sind, aber auch in der Freizeit natürlich auch Kontakte gab, dass Leute zusammen in die Disco gegangen sind oder sich auch begehrte Güter verkauft haben und so weiter. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Foto aus dem Kontext des erwähnten rassistischen Pogroms in Hoyerswerda 1991.
Das finden Sie auch überall im Netz, in der Presse und so weiter. Ich glaube, es ist ein Bild, das inzwischen auch im Mainstream eingeschrieben wurde. Damals ereigneten sich zwischen dem 17. und 23. September mehrere rassistisch motivierte Übergriffe, die sich gegen Bewohnerinnen und Bewohner eines VertragsarbeiterInnen-Wohnheims und einer Flüchtlingsunterkunft richteten. Die BewohnerInnen baten mit dieser Transparentaktion darum, aus der Stadt evakuiert zu werden, in der sie sich ihres Lebens nicht mehr sicher fühlten. Antirassistische feministische Bündnisse, in denen sich asiatische und schwarze und auch Wissenschaftler und Aktivistinnen aus anderen diasporischen rassifizierten Communities organisiert haben, gibt es in gut dokumentierter Form ab circa den 90er Jahren im deutschen Kontext. Erste Vernetzung fand bereits seit Mitte der 80er Jahre statt, wie es auch der Untertitel des Bands Migrantischer Feminismus besagt, dessen Cover Sie hier auf der rechten Seite sehen. Beispielsweise fand vom 8. bis 10. Juni 1990 Wege zu Bündnissen, Tagung von für ethnische und afrodeutsche Minderheiten in Bremen statt. Dann gab es den zweiten bundesweiten Kongress von und für Immigranten, schwarze, deutsche, jüdische und im Exil lebenden Frauen in Berlin vom 3. bis 6. Oktober 1991. Und im Februar 1997 wurde der internationale Arbeitskreis Widersprache gegründet, in dem auch feministische Frauen unterschiedlicher Communities zusammenkamen. Vom 5. bis 7. April 2020 fand dann die Tagung Arbeitsverhältnisse im Kontext von Diaspora, Exil, Migration in Berlin statt. Und das war für mich persönlich dann die erste Berührung mit asiatischen und schwarzen deutschen Allianzen im deutschen Kontext. Mein Fazit aus diesem vermutlich noch etwas fragmentierten Vortrag lautet: Transnationale diasporische historische Perspektiven sind hilfreich, um aktuelle rassistische Wissensbestände transnational und im deutschen Kontext herleiten, interpretieren und einordnen zu können. Die Anerkennung unterschiedlicher Rassismen und Antirassismen und ihrer Geschichten ist sehr wichtig, um die jeweiligen Besonderheiten sichtbar zu machen und anzuerkennen. Gleichzeitig bringt die Untersuchung der Geschichten von geteilten Räumen und gemischten Communities spannende Erkenntnisse über Rassifizierung, Aushandlungsprozesse und soziale Hierarchien im Kontext von diesem White Frame, die eben nur durch die Analyse von Verflechtungen sichtbar werden. Was mir in der Recherche auch noch aufgefallen ist, dass aktuell halt sehr viele neue Projekte auch entstehen zu Rassismus, wie auch bei INRA beispielsweise, und dass dann manchmal aber auch vergessen wird zu schauen, was bereits in den 1980er Jahren gelaufen ist, sowohl in West- als auch Ostdeutschland, was es für Selbstorganisationen gab, für Zeitschriften und so weiter. Und als letzten Aspekt, die Suche nach Verflechtung ermöglicht beim übergeordneten Thema Rassismus, Antirassismus auch Aspekte diasporischen Geschichten beispielsweise zum Alltagsleben mit aufzuzeigen, die über das Themenfeld Marginalisierung durch Rassifizierung hinausgehen. Aspekte des Being Human as Praxis aus der Perspektive rassifizierter Communities, um es mit Sylvia Winters Worten zusammenfassend zu sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann würde ich sagen, dadurch, dass wir jetzt relativ wenig Zeit haben, gucken wir nochmal am Ende, wie wir sozusagen eine Verbindung zwischen den beiden Themen herstellen können. Und ich würde jetzt erstmal direkt weitermachen mit der Präsentation von Michelle. Gut, dann hallo, mein Name ist Michelle Schweitzer und ich bin wissenschaftliche Hilfskraft für die INRA-Studie, also Institutionen und Rassismus. Und ich würde euch heute unsere ersten Ergebnisse, also auch ein Work in Progress von unserem Teilprojekt Rassismusbekämpfung und Prävention in Behörden und Sportverbänden vorstellen. Ich werde mich heute auf unsere Ergebnisse aus dem Polizeikontext fokussieren, da ich den Rahmen letztendlich einfach ein bisschen eingrenzen musste. Ich denke mal, INRA ist euch allen zum Großteil bekannt. Also INRA steht für Rassismus als Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Kontext ausgewählter gesellschaftlich-institutioneller Bereiche. Hier gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht so super intensiv drauf ein, wie ich gedacht hatte. Letztendlich ist die Projektleitung aber dieses Forschungsprojekts durch Professor Dr. Gerd Pickel und Dr. Alexander Jandell, die jedoch heute auf einer anderen FGZ-Tagung in Konstanz sind, weswegen ich heute stellvertretend unsere ersten Ergebnisse vorstelle.
Als Hintergrund habe ich euch erstmal unsere zwei Forschungsfragen mitgebracht. Einerseits, welche Probleme und Hinderlasse lassen sich im nationalen und internationalen Best- und Worst-Practice-Beispielen in Bezug auf Rassismusbekämpfung in Behörden und Sportverbänden identifizieren? Hierfür haben wir eine breit angelegte Google-Recherche gemacht im Mai bis Juli letzten Jahres, wo wir öffentlich zugängliche Dokumente recherchiert haben, also Pläne oder Positionspapiere der jeweiligen Behörden, wo sie dann gesagt haben, welche Werte sie vertreten oder welche Maßnahmen sie zur Rassismusprävention durchführen. Und diese haben wir dann qualitativ mit MaxQDA analysiert. In den nächsten Monaten, also als kommender Schritt, wird dann noch kommen, dass wir uns damit beschäftigen, einerseits mehr auf diese, also aktuell haben wir einen Status quo, was gemacht wird, und dann werden wir uns in den kommenden Monaten mehr auf dieses Best-Worst-Bewertung spezialisieren und darüber hinaus uns mit der im Hinblick auf die zweite Forschungsfrage anzuschauen, wie ist denn die Übertragbarkeit dieser Erfahrungsbeispiele und der Erfolge beziehungsweise vielleicht auch Misserfolge aus bereits existierenden Programmen auf den deutschen Kontexten, auf deutsche Behörden. Und hierfür werden wir dann in den kommenden Monaten Expertinneninterviews und Workshops durchführen, sodass wir letztendlich Handlungsempfehlungen an die Behörden weitergeben können. Und diese Dokumentensammlung haben wir für die Polizei, für Sozialbehörden und für Sportverbände gemacht, in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und den USA. Hier auch nochmal kurz als Hintergrund, wir haben uns die Rassismusdefinitionen, die wir im Hinterkopf hatten, also die haben wir relativ pragmatisch ausgewählt, oder das ist jetzt auch nur stellvertretend die Zitate, die da sind. Also letztendlich haben wir uns die Frage gestellt, welche Dimensionen von Rassismus müssten denn solche Programme angreifen? Und es wäre dann einerseits individueller Rassismus, der sich in diesen zwischenmenschlichen, persönlichen Interaktionen zeigt, aber auch, wenn es um Behörden geht, institutioneller Rassismus, der die Auslegung oder die Anwendung von Regeln, Vorschriften, Normen und Routinen, solche Dinge. Also das müsste alles von solchen Präventionsprogrammen aufgegriffen werden, und dann natürlich auch so wie intentionaler und expliziter Rassismus als auch impliziter und nicht unbedingt beabsichtigte Benachteiligung von Bevölkerungsgruppen. Hier ist ein Überblick über unsere Rechercheergebnisse. Insgesamt haben wir 49 Dokumente im Kontext von Polizeibehörden zusammentragen können. Wie man hier sieht, ist zwischen den verschiedenen Ländern sind Unterschiede, in wie viel wir finden konnten. Im deutschen Kontext und in den USA lag das zum Teil dran, dass durch die föderalistische Struktur der Länder, dass die unterschiedlichen Regionen dann jeweils andere oder ihre eigenen Pläne und Maßnahmen durchgeführt haben. In den Niederlanden haben wir bisher nur ein nationales Programm für die Polizei finden können und ein paar Positionspapiere. Und in Großbritannien war es interessanterweise so, dass auf nationaler Ebene die Ausbildungs- und Führungsebenen der Polizei nationale Pläne veröffentlicht haben, aber sowohl auch auf regionaler Ebene die einzelnen Polizeibehörden verschiedene Pläne und Maßnahmenbeschreibungen veröffentlicht haben, und auch in so einer großen Vielfalt. Also das ging von Positionspapieren bis zu Broschüren, wie man diverse Bedürfnisse der Belegschaft beispielsweise mit Gebetsräumen berücksichtigen kann. Und deswegen ist es in Großbritannien dann viel mehr als in den anderen Ländern geworden. Hier habe ich als Beispiel mal ein bisschen mitgebracht, wie diese Dokumente aussehen konnten. Also links oben ist dann beispielsweise die Charta der Vielfalt, die vom Bundeskriminalamt in Deutschland unterzeichnet wurde. Und da stehen aber auch ein paar Maßnahmenbeschreibungen drauf. Und rechts oben ist dann der Plan Polizei für jeden. Das ist dieser nationale Plan der Niederlande. Ja, ich weiß nicht, wo wir euch verloren haben, aber letztendlich haben wir verschiedene Dokumente zusammengetragen aus verschiedenen Ländern. So können die beispielsweise aussehen. Und dann habe ich euch jetzt Wortwolken mitgebracht. Das ist, um die Ergebnisse unserer Analyse dieser Dokumente darzustellen. Das Konzept sollte ja eigentlich jedem vertraut sein. Je größer das Wort ist, desto häufiger kommt das Wort in den Dokumenten vor. Und die habe ich separat gemacht für die einzelnen Länder. Im deutschen Kontext, rot steht für die sprachliche Dimension, sieht man, dass es einerseits eine große Begriffsvielfalt gab, wie über Rassismus und Diskriminierung und verwandte Themen gesprochen wurde, und der Rassismusbegriff an sich wurde aber eher vermieden. Also man sieht, es wurde über Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen, über Vielfalt, Diversität und über den im deutschen Kontext bekannten und zum Teil auch umstrittenen Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Dieses einzige Racial, was jetzt hier vorkommt, ist, wenn dann der Begriff Racial Profiling benutzt wurde. Grün habe ich dann solche strukturellen Elemente oder Maßnahmen kodiert, und
In Deutschland ist es so, man sieht, die Antidiskriminierungsstelle ist ein häufig vorkommendes Wort. Das ist ja national organisiert und extern von der Polizei, also ausgelagert. Aber es gibt auch in mehreren Polizeipräsidien interne Ansprechpersonen, wie beispielsweise die Migrationsbeauftragten in Hessen oder auch die Beauftragte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Berlin. Und die sind dann für Vermittlung, Betreuung von Personen mit Rassismuserfahrungen zuständig, aber auch für Beratung von Polizistinnen und Zivilistinnen zur Polizeiarbeit. Dann gibt es noch in Blau Dialogformate im deutschen Kontext. Also da wurden mit Community-Organisationen oder NGOs runde Tische oder Ähnliches organisiert. Aus- und Fortbildungsformate mit den im Polizeikontext in Deutschland sogenannten interkulturellen Fortbildungen für interkulturelle Kompetenzen. Und was im deutschen Kontext relativ ein Alleinstellungsmerkmal war, war polizeiinterne Forschung der Polizeiakademien an sich über Polizeiarbeit im interkulturellen Kontext, aber auch über die Effektivität dieser interkulturellen Trainings. Um das alles zu veranschaulichen, habe ich auch noch mal ein Zitat mitgebracht von der Beauftragten für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und da, die hat gesagt, zunehmende Polarisierung unserer Gesellschaft, einhergehend mit wiedererstarkenden rassistischen, homo- und transphoben sowie antisemitischen Vorurteilen, stellt eine Gefahr für unsere Demokratie dar und gefährdet das friedliche Zusammenleben in Berlin. Das stellt, finde ich, diesen gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeitsbegriff nochmal recht gut dar, weil es ein Sammelbegriff ist für viele verschiedene Diskriminierungen. Das macht auch nicht jedes Land so, dass das alles unter einen Hut stirbt, und auch wiederum diese Perspektive, dass die Vorurteile an sich die Gefahr für den Zusammenhalt und die Demokratie sind. Das ist nämlich auch nicht in allen Ländern so, wie sich in den anderen Zitaten dann zeigen wird. In Großbritannien hat sich gezeigt, dass auf der sprachlichen Ebene nicht davor zurückgescheut wurde, die Begriffe Race und Racism auch wirklich zu verwenden, obwohl das typische Duo, was in allen Ländern beliebt ist, von Diversity und Inclusion auch verwendet wurde. Darüber hinaus wurden eine Vielzahl an internen Strukturen im Komitees, Boards, Groups, also Beschäftigtennetzwerke, aber auch spezifische Komitees, die sich damit beschäftigen mit den Themen und die zum Teil dann auch explizit beispielsweise für die schwarzen Beschäftigten sind, also nicht andere Leute, die dann über Betroffene reden, sondern ja auch Interessenvertretung. Und das ist dann alles innerhalb der Polizeibehörden aufgebaut worden. Ein weiterer großer Fokus in Großbritannien, das ist dann jetzt in lila neu, ist der Fokus darauf, eine diverse Belegschaft zu rekrutieren, ihnen bei der Bewerbung zu helfen, sie auch zu erhalten, nachdem sie rekrutiert wurden, sie in Bewerbungsmaßnahmen zu unterstützen, aber beispielsweise auch religiöse Bedürfnisse zu berücksichtigen, wie in Form von Gebetsräumen. Und dann war ein großer Fokus, wo Großbritannien am meisten hervorgestanden ist, in diesem Aspekt die Community-Arbeit. Also es wurden Bildung und Präventionsmaßnahmen durchgeführt in Anführungszeichen gefährdeten Gemeinden beziehungsweise auch Personengruppen wie jungen schwarzen Männern oder Menschen mit Sprachbarrieren. Und darüber hinaus wurden beispielsweise im Bereich der Bewältigung von Fällen mit Hasskriminalität neue Standards gesetzt, sodass diese Fälle qualitativer, schneller bearbeitet werden und auch mit mehr Rücksicht auf die Opfer und Zeugen von diesen Verbrechen. Es wurden auch hier Aus- und Fortbildungsmaßnahmen gemacht und auch Datenerhebungen intern der Belegschaft und aber auch öffentliche Meinungsumfragen über die Arbeit der Polizei. Das Zitat, was ich hier mitgebracht habe, ist vom Nationalen Police Race Action Plan. Und es besagt, this plan is about looking at how policing works and challenging the policies, procedures, operations and cultures in policing where racism, bias and discrimination exists, so we can ensure that there's no longer a debate to be had on policing and institutional racism. Und hier war recht interessant, dass zwar die ganzen Dimensionen von oder verschiedene Dimensionen von institutionellem Rassismus angesprochen wurden, aber es gab eine große öffentliche Debatte, nachdem der Plan veröffentlicht wurde, weil letztendlich im Plan nur immer durch solche Formulierungen wie das Fett markierte, um das Zugeben von institutionellen Rassismus herumgeschrieben wurde. Also es wurde dann solche Sachen gesagt, wie uns wurde institutioneller Rassismus vorgeworfen und so weiter und so fort. Aber es wurde nie explizit gesagt, es existiert in unserer Institution. Und das fand ich eine sehr interessante Spannung. In den Niederlanden wurde auch wie in Deutschland der Rassismusbegriff vermieden und durch andere
Wörter ersetzt. Der Hauptfokus des nationalen Plans war eine, Anführungszeichen, Professionalisierung der alltäglichen Interaktion zwischen den Polizistinnen und den Zivilisten, was zum Teil durch Fortbildung erreicht werden sollte, aber auch gewisse Quoten für die Einstellung von neuen Polizistinnen. Diese Quoten sind in den Niederlanden regionsspezifisch, was bedeutet, dass nur in Regionen, wo auch ein höherer Anteil an beispielsweise schwarzen Personen lebt, auch mehr schwarze Polizistinnen eingestellt werden müssen letztendlich. Und diese Quoten sollen auch selbst abgeschafft werden und es soll Quoten für Polizistinnen mit in Anführungszeichen diversen Kompetenzen geben, was bedeutet, dass sich sogenannte sichtbare Diversität damit ersetzt werden soll, ob man gewisse Sprachkompetenzen hat oder Kontakte zu gewissen Communities hat oder selbst einfach nur die Fähigkeit hat, sich in gewisse Personengruppen einzufühlen, was, denke ich, auch als umstrittene Maßnahme angesehen werden kann. In den Niederlanden gibt es wie in Deutschland mit der Antidiskriminierungsstelle eine ausgelagerte Beschwerdestelle, die national organisiert ist. Und es gibt nicht wirklich wie in Großbritannien eine große separate Programmstruktur, sondern bestehende Komitees haben die Diversitätsthemen mit als Aufgabenpaket dazu bekommen. Und die Manager sind hauptsächlich dafür verantwortlich, in ihren eigenen Teams dafür zu sorgen, wie und in welchem Ausmaß die Themen von Diversität und Inklusion durchgeführt werden. Hier habe ich zwei Zitate mitgebracht. Einerseits, the police are able to tackle large and small tensions, which result from an increasing diversity in society. Das fand ich eine interessante Aussage, sagen wir mal so, in der Hinsicht, da ja direkt die Diversität als Konfliktursache dargestellt wird, was dann auch ein Kontrast ist zum deutschen Zitat, wo die Vorurteile als Konfliktursache dargestellt werden. Und darüber hinaus habe ich unten noch ein Zitat mitgebracht, was diese Professionalisierung noch genauer beschreibt, in dem we have to keep developing professionalism and that we are able to become more effective in our day-to-day actions. It is not part of skilled policing to be carried along with conscious or unconscious prejudices, such as ethnic profiling. Also letztendlich die Perspektive, dass rassistische Vorurteile einfach nicht sonderlich professionell wären und deswegen müsste man das dann ja abschaffen. Zu guter Letzt, dann bin ich auch bald fertig, die Wortwolke zu den USA. Hier wurde auch interessanterweise der Rassismusbegriff vermieden, außer es wurde direkt das Gesetz zitiert. Wie in Großbritannien gab es einen großen Fokus darauf, die Belegschaft zu diversifizieren und zu unterstützen, was man auch hier an dem Wort Accommodations sieht. Also es wurden auch Gebetsräume und ähnliche Sachen, gab es die Möglichkeit, sowas zu schaffen. Dafür waren dann wie in Deutschland auch interne Ansprechpersonen zuständig. Man sieht hier mit diesem Office und EEOD, das ist die Equal Employment Opportunity Division, die sind dann für diese Accommodations und so weiter und so fort zuständig. Aber ich habe jetzt keine nationale Beschwerdestelle gefunden wie in Deutschland und den Niederlanden. Und es wurde auch mit Community-Organisationen für Fortbildungsmaßnahmen zusammengearbeitet. Hier habe ich auch zwei Zitate dabei. Das erste fand ich sehr anschaulich für die amerikanische Mentalität zum Teil mit Hate itself is not a crime and the FBI is mindful of protecting the freedom of speech and other civil liberties. Also hier ist wieder nicht die Vorurteile die Konfliktursache, sondern ich gehe mal davon aus, wenn man dann darauf handelt und wirklich in Hassverbrechen begeht. Und darüber hinaus, das kommt aus dem New York Police Department Equal Employment Opportunity Policy. Da steht dann, an employee has the right to meet privately with an EEO professional during normal business hours. However, the employee must obtain approval from their manager or supervisor before leaving their work assignment. Und das fand ich dann interessant, weil obwohl eine interne Struktur, eine Beschwerdestruktur aufgebaut wurde, ist dann ja trotzdem diese unsichtbare Barriere aufgebaut worden, dass man trotzdem immer noch zu seinem Vorgesetzten gehen muss, was man, denke ich, auch kritisieren könnte. Zusammengefasst kann man also sagen, nur in Großbritannien wurden die Begriffe Race und Racism explizit verwendet und es gab zugängliche und detaillierte Maßnahmenpläne auf verschiedenen Ebenen. Und die Antirassismusprogramme und Drähte wurden in die Behörde selbst integriert. In den anderen Ländern wurde der Rassismusbegriff eher vermieden. Deutschland und die USA hatten regional variierende Positionspapiere versus Statements, während es in den Niederlanden einen großen nationalen Maßnahmenplan gab. Und in Deutschland und den Niederlanden gab es dann ausgelagerte Beschwerde- und Hilfsmöglichkeiten, während in Deutschland und USA auch interne Zuständige vorhanden waren.
In Bezug auf unsere Forschungsfragen zeigt sich dann, dass es Unterschiede in den Rassismuspräventionsprogrammen in Bezug auf die Begrifflichkeiten, Strukturen und Schwerpunktsetzungen gibt, aber dass dennoch vergleichbare Ansätze vorhanden sind. Und auch mit diesem Best- und Worst-Practices-Ansatz, das wird zwar noch in den nächsten Monaten kommen, aber es hat sich auch, wie ich versucht habe, mit den Zitaten darzustellen, gezeigt, dass die Effektivität der Maßnahmen vermutlich in den Details der Umsetzung liegt. Das wäre es dann von meiner Seite. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich habe auch noch weitere Zitate oder Einblicke in die Pläne dabei, falls daran Interesse besteht. Aber dann würde ich das Wort erstmal wieder abgeben und mich bedanken. Vielen Dank auch. Ein herzliches Hallo von uns an alle im Raum und an den Marienstamm. Wagner und bin heute hier mit meinem Kollegen Mohammed aus dem Kompetenznetzwerk Islam-Muslim-Feindlichkeit und wir werfen ein bisschen jetzt den Blick auf die Praxis, also eher die pädagogische Arbeit, aus der wir kommen, die Bildungsarbeit im Kontext Rassismus, in unserem Fall konkret zu antimuslimischem Rassismus. Okay, genau, also was wir euch in den nächsten paar Minuten euch und Ihnen erzählen wollen, ist einmal, dass wir einmal vorstellen, von welcher Institution wir kommen. Also was ist eigentlich das Kompetenznetzwerk Islam-Muslim-Feindlichkeit? Worum geht es in unserer Arbeit? Welche Ziele und Arbeitsschwerpunkte haben wir? Und mein Kollege wird dann darauf eingehen, mit welchem Verständnis von antimuslimischem Rassismus wir arbeiten. Und dann haben wir ein paar Herausforderungen und offene Fragen mitgebracht aus unserer Arbeit. Vielleicht ist das anregend für eine Diskussion oder Weiterarbeit. So. Genau. Erstmal zu uns. Genau, wir kommen ja von einem Leipziger Verein, der nennt sich CEOC, wurde eben eingangs vorgestellt mit Zentrum für europäische und orientalische Kultur. Das ist tatsächlich der ausgesprochene Name. Wir verwenden den aktuell erstmal nur noch in der Abkürzung, weil, Sie das vielleicht hören, die Begriffe gar nicht mehr so zeitgemäß sind. Hier merken wir die Prozesse, die passieren, die Auseinandersetzungen, die jetzt heute auch auf dem Podium schon angesprochen wurden. Und dass natürlich die Gegenüberstellung von europäisch und orientalisch zu Recht auch einer Kritik unterzogen wurde. Genau, der Verein wurde 2004 gegründet von verschiedenen Personen aus Wissenschaft und Kunst in der ganzen Bundesrepublik und ist dadurch in verschiedenen Feldern tätig, also nicht nur in der Bildungsarbeit, sondern wir haben auch Projekte im Bereich kulturelle Vielfalt, also von Musikveranstaltungen und Ausstellungen und anderem und auch Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit, hier vor allen Dingen mit der Westsahara und in Afghanistan. Genau, aber der größte Bereich, in dem wir tätig sind, ist die Bildungsarbeit und in der widmen wir uns vor allen Dingen der diversitätssensiblen und diskriminierungskritischen Arbeit und zwar mit ganz verschiedenen Bildungsinstitutionen. Also wir arbeiten zusammen mit Kita, Schule, Jugendarbeit oder auch den Verwaltungseinheiten, die mit diesen Bildungsinstitutionen zusammenhängen. Und seit 2020 ist CEOC ein Partner im Kompetenznetzwerk Islam-Muslim-Feindlichkeit. Genau, wir haben schon davor in Projekten explizit zum Thema religiöse Vielfalt als einer Diversitätsdimension gearbeitet, aber auch zu Muslimfeindlichkeit bzw. antimuslimischem Rassismus, als einer Form der Diskriminierung in diesem Feld. Genau, und dann das Blick auf das Kompetenznetzwerk, in das sozusagen unsere Arbeit eingebunden ist aktuell. Die Kompetenznetzwerke sind hervorgegangen aus dem Bundesprogramm Demokratie leben. Das ist angegliedert an das Familienministerium. Das hat die sozusagen ins Leben gerufen und es gibt Kompetenznetzwerke zu verschiedenen GMF-Phänomenen und zu verschiedenen Zielgruppen. Die aktuelle Förderlaufzeit ist von 2020 bis 2024. Das heißt, im Moment in diesem Jahr gibt es dann auch Beratungen, wie es ab 2025 weitergehen wird. Das wissen wir im Moment noch nicht. Und diese Kompetenznetzwerke in den verschiedenen Phänomenbereichen setzen sich zusammen aus verschiedenen Trägern, die in dem Feld arbeiten. Und in unserem Fall sind das vier verschiedene Träger, die wir Ihnen heute auch einmal kurz vorstellen wollen. Das ist einmal die Claim-Allianz, die sitzen in Berlin. Dann gibt es die AEJ, die Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend, der Verband Binationale Familien und Partnerschaften, der mit uns hier in Leipzig sitzt und eben uns.
Und in diesem Zusammenschluss sind wir halt das Kompetenznetzwerk und haben die Aufgabe, eine bundesweite Transferstelle zu sein für das Themenfeld, also Expertise, Materialien, Wissen zu sammeln, die es, was es gibt zu antimuslimischem Rassismus, und das aber eben auch anderen Akteuren bereitzustellen. Das ist erstmal so der Überblick. Und genau, die allgemeinen Ziele des Kompetenznetzwerks sind die erstmal eine Sichtbarmachung und ein Problembewusstsein für das Phänomen antimuslimischer Rassismus zu erreichen an ganz verschiedenen Stellen und Strukturen. Wir haben ja in dem Input eben von Michelle Schweizer schon gehört, dass es oft ein Nicht-Benennen des Problems von Rassismus gibt. Damit haben wir natürlich auch im Bildungsbereich zu tun. Und es geht halt darum, auch erstmal eine Akzeptanz dafür zu schaffen, dass das ein Phänomen ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss und sollte. Das Ziel des Kompetenznetzwerkes und aller Maßnahmen ist dahingehend hinzuwirken auf eine ambiguitätstolerante Gesellschaft, in der Musliminnen ein selbstverständlicher Teil sind. Genau, diese Ziele setzen wir um mit Unterstützung, Stärken und Zusammenarbeit ganz verschiedener zivilgesellschaftlicher Akteure in dem Feld, also sowohl muslimische wie nicht-muslimische. Und wir sind uns natürlich bewusst, dass es auch eine Zusammenarbeit braucht mit anderen, mit den anderen intersektionalen Verschränkungen und anderen Diskriminierungsmerkmalen. Deswegen gibt es auch eine Zusammenarbeit mit Trägern in dem Feld, also zum Beispiel mit dem Allgemeinen Antidiskriminierungsverband, aber eben auch zum Beispiel mit den Kompetenznetzwerken im Bereich Antisemitismus oder Antiziganismus, genau. Jetzt würde ich Ihnen noch einmal kurz vorstellen, was eigentlich die einzelnen Träger machen, weil das auch ein bisschen deutlich nochmal machen kann, wie breit eigentlich das Feld ist von Aktivitäten, die wir im Kompetenznetzwerk umsetzen. Bei uns gibt es den Fokus ja auf die Bildungsarbeit und die ist aber eigentlich nur, also nur ein bestimmter Teil. Es gibt auch andere Aufgaben. Die Claim-Allianz in Berlin macht neben der Netzwerkarbeit, hat die unter anderem zwei Maßnahmenschwerpunkte. Das ist die strategische Kommunikation im Bereich Narrative Change. Also hier geht es darum, öffentliche Diskurse zu beeinflussen und zu verändern und auf das Problem hinzuwirken. Das passiert unter anderem mit der Kampagne gegen antimuslimischen Rassismus, die jedes Jahr zum 1. Juli stattfindet, weil es dort den Mord an Marwa el-Shabini in Dresden gegeben hat. Und genau, da gibt es eine große Kampagne auf Social Media, auf Plakaten und mit Aktionen, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Und genau, bis jetzt wurden jedes Jahr immer mehr Leute gewonnen, die sich daran auch beteiligt haben, auch aus der Politik. Genau, und ein anderer Themenschwerpunkt bei Claim ist der Aufbau und die Umsetzung eines community-basierten Monitorings. Hier geht es also um die Datenerfassung von Straftaten im Bereich Islam-Muslim-Feindlichkeit. Genau, weil wir in unserer Arbeit, auch in der Bildungsarbeit, immer merken, wir brauchen Zahlen. Zahlen ist das, womit man argumentieren kann in der Politik. Deswegen ist natürlich für uns zum einen manchmal die Forschung sehr wichtig, die uns Zahlen bereitstellt. Aber es ist auch wichtig, dass Menschen, die betroffen sind von Rassismus, diesen melden können. Und genau, hier wird eben ein community-basiertes Monitoring explizit zu antimuslimischen Rassismus aufgebaut. Die sind aber in Kontakt auch mit den anderen Monitoringstellen, also zum Beispiel mit RIAS, die für Antisemitismus bundesweit die Fälle sammeln. Also das wird schon versucht zu koordinieren. Genau, der Verband Binationale Familien und Partnerschaften hier in Leipzig, da habe ich mal auch zwei Schwerpunkte mitgebracht. Die sind in der Sammlung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse im Themenfeld Rassismus sehr aktiv, machen Fachveranstaltungen und Publikationen. Und sie haben einen Blick auf die Weiterbildung und Unterstützung von Beratungsorganisationen. Auch hier geht es wieder um das Feld der Betroffenen. Die sollen auch fundierte Beratung bekommen. Das kann über allgemeine Antidiskriminierungsstellen laufen, die explizit nochmal weitergebildet oder unterstützt werden zum Themenfeld antimuslimischer Rassismus. Das kann aber können aber auch community-basierte Beratungsstellen sein, genau, die dann Betroffenen weiterhelfen.
Hier habe ich mal zwei Fotos mitgebracht von der Kampagne gegen antimuslimischen Rassismus aus dem letzten Jahr, also ein Plakat aus Berlin. Und wie gesagt, sonst findet das natürlich auch mit Hashtags, wie wir es heute schon gesehen haben, bei Social Media statt. Letztes Jahr mit dem Hashtag Germany is for many. Genau, dann noch zum dritten Träger, der AEJ. Das ist vielleicht ein bisschen interessant, warum eigentlich so ein großer evangelischer Jugendverband Träger im Kompetenznetzwerk Islam-Muslim-Feindlichkeit ist. Aber das macht deutlich, dass es hier nämlich ein großes Ungleichgewicht gibt in der Partizipation. Es war nicht möglich, einen muslimischen Jugendverband oder einen gemeinsamen Träger in das Kompetenznetzwerk zu nehmen, weil hier noch die Strukturen fehlen. Also es gibt einen großen Mangel an Anerkennung und Förderung muslimischer Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe, also dass die überhaupt anerkannt werden als Träger und dass die aber auch in die reguläre Förderung kommen von Kinder- und Jugendhilfe. Und die AEJ ist schon vor der Arbeit im Kompetenznetzwerk ein wichtiger Akteur, muslimische Jugendarbeit zu unterstützen. Das ist teilweise, also Jugendverbandsarbeit, das ist teilweise auch Lobbyarbeit. Genau, und da hat sich gerade jetzt auch ein muslimisches Jugendbündnis mit aus verschiedenen Verbänden zusammengeschlossen und die hoffen dann, ihre eigene Position darin zu verbessern. Genau, darüber hinaus macht die AEJ Bildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte in der Jugendverbandsarbeit, also dass die in der dann zum Beispiel evangelischen Jugendverbandsarbeit bei Ihnen sind, aber auch darüber hinaus geschult werden zum Thema antimuslimischer Rassismus. Genau, und an der Stelle gebe ich ab an meinen Kollegen, der genau eingehen wird auf die Aufgabenschwerpunkte von uns. Genau, wir sind der vierte Partner im Kompetenznetzwerk und arbeiten, wie schon gesagt, schwerpunktmäßig zur Prävention von antimuslimischem Rassismus im Bildungsbereich. Wir entwickeln zielgruppenspezifische pädagogische Materialien, etwa Methoden für den Einsatz an Grundschulen und E-Learning-Tools. Für pädagogische Fachkräfte bieten wir Fortbildungen, Fachtage und Zertifikatskurse an. Zudem bilden wir mit dem Peer-Education-Ansatz Jugendliche und junge Erwachsene zu ReferentInnen der politischen Bildung aus. Im Anschluss bieten dann die ausgebildeten Trainerinnen ihr Wissen in Workshops an Schulen, Jugendtreffs, Gemeinden und Vereinen ein und fördern den Austausch und die Sensibilisierung rund um die Themen Zugehörigkeit und Identität und Diskriminierung und Rassismus. Das sind zwei Beispiele aus unserer Arbeit in der Materialentwicklung. Auf der linken Seite sieht man unter dem Titel Gemeinsam gegen Muslimfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus eine Materialsammlung für die pädagogische Praxis. Und die Bilder in der Mitte und rechts zeigen eine Filmreihe zur Prävention von Muslimfeindlichkeit und für ein solidarisches Miteinander an Grundschulen unter dem Titel Geschichten, die bewegen. Ja, in der bisherigen Präsentation, das wird sicher allen aufgefallen sein, sind unterschiedliche Begriffe gefallen wie Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus zur Bezeichnung des Phänomens, zu dem wir schwerpunktmäßig arbeiten. Und das ist natürlich durchaus ein Dilemma und kann man auch kritisieren, weil Bezeichnungen natürlich immer mit theoretischen Überlegungen einhergehen und implizite Prämissen und Grundannahmen beinhalten. Und deswegen würden wir gerne darauf eingehen, warum das so ist und warum wir unterschiedliche Begriffe benutzen. Und zwar ist es so, dass sich einerseits die Auseinandersetzung mit antimuslimischem Rassismus beziehungsweise eine breite gesellschaftliche Debatte darum erst am Anfang befindet und deswegen sich das Ganze noch in der Entwicklung befindet, auch in der Zivilgesellschaft. Ein zweiter Aspekt ist, dass bei Ausschreibungen von Fördermitteln, auf die wir angewiesen sind für unsere Arbeit, häufig, ja, dass die Einfluss einfach darauf haben, welche Sprache wir benutzen und welche Begrifflichkeiten wir benutzen, obwohl wir die vielleicht so nicht benutzen würden. Und ein dritter Aspekt ist, dass wir für die erfolgreiche Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen eine gewisse Pragmatik brauchen in der eigenen Sprache.
Das heißt, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Verwendung bestimmter Begriffe, also wie beispielsweise die Verwendung des Rassismusbegriffs in der konkreten Arbeit mit pädagogischen Fachkräften oder an Schulen und in Kitas, teilweise zu Abwehrhaltungen und Reaktionen bei der Zielgruppe führen. Und deswegen benutzen wir teilweise unterschiedliche Begriffe. Wenn es allerdings möglich ist oder wenn wir frei sprechen können, dann versuchen wir, den Begriff antimuslimischer Rassismus zu benutzen. Wir gehen davon aus, dass antimuslimischer Rassismus eine von vielen Formen des Rassismus ist und sehen das einfach so, dass der Begriff auch anschlussfähig ist an die kritische Rassismusforschung. Und was noch sehr wichtig ist, ist, dass der Begriff auch die institutionelle und strukturelle Ebene in den Blick nimmt und das Phänomen nicht auf individuelle Einstellungen in der Gesellschaft reduziert, was häufig passiert. Also dementsprechend handelt es sich laut unserer oder in unserem Verständnis bei antimuslimischem Rassismus um Ideologien und Praxen, die als Muslime gelesene Menschen homogenisieren, essentialisieren und hierarchisieren. Und dabei dient der Rassismus dazu, Ungleichheit zu legitimieren und Macht zu sichern. Im Bildungsbereich, also da, wo wir aktiv sind, also in Schulen, in der Jugendarbeit oder in der Kita, spielt antimuslimischer Rassismus auf unterschiedlichen Ebenen eine Rolle. Wir haben hier unterschiedliche Ebenen bezeichnet mit individuell, diskursiv-kulturell und institutionell. Und haben ein paar Beispiele. Allerdings ist es so, dass die Beispiele nicht immer klar einer Ebene zuzuordnen sind oder nur eine Ebene zuzuordnen sind. Auf der individuellen Ebene haben wir es beispielsweise mit den Haltungen und dem Handeln von Pädagoginnen zu tun, gegenüber als Muslimen gelesene Menschen. Auf der diskursiv-kulturellen Ebene geht es beispielsweise um Leistungseinschätzungen und Bewertungen von Pädagoginnen, die natürlich großen Einfluss auf den Bildungs- und Lebensweg von Schülerinnen haben können. Wichtige Themen sind außerdem Schulbücher und pädagogische Materialien, die im Unterricht zum Einsatz kommen, sowie die tatsächlichen Themen und Angebote beispielsweise an Schulen. Also zum Beispiel, ob Austausch zu Diskriminierungserfahrungen an Schulen angeboten wird oder stattfindet oder halt eben nicht. Auf der institutionellen Ebene spielt die Einrichtungskultur eine wichtige Rolle, also beispielsweise, ob religiösen, beispielsweise religiösen Feiertagen oder Ritualen Raum gegeben wird, beziehungsweise wie mit diesen umgegangen wird, also beispielsweise hier, wenn Weihnachten ist oder Ramadan ist. Die Beispiele, die wir hier genannt haben, zeigen, dass, dass es noch viel Reflexion und Veränderung braucht, um ein diskriminierungsfreies Bildungssystem für alle zu schaffen. Ja, also es gibt noch zahlreiche Herausforderungen. Und am schwersten wiegt wohl, dass die politische und gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung des Problems noch nicht hinreichend vorhanden ist. Und das zeigt sich, dass es häufig noch eine grundsätzliche Abwehrhaltung gegenüber der Thematik gibt. Zudem gibt es so ein allgemeines Misstrauen gegenüber muslimischen Akteuren ohne Belege. Das geht natürlich häufig mit Benachteiligung und Ausschluss von Zugang zu Ressourcen einher. Eine weitere Herausforderung ist der Zugang bzw. sind die Zugänge und Veränderungen auf der strukturellen Ebene. Das heißt also beispielsweise bei der Ausbildung von Fachkräften, bei der Veränderung von Lehrplänen und auch bei der Öffnung in den öffentlichen Verwaltungen. Und eine weitere große Herausforderung ist eine große Diskussion über geeignete pädagogische Zugänge und Konzepte. Und zwar gibt es ja unterschiedliche Ansätze in der tatsächlichen praktischen Arbeit, die aber natürlich alle bestimmte Herausforderungen mit sich bringen. Auf der einen Ebene haben wir beispielsweise einen rassismuskritischen Ansatz in der Bildungsarbeit, wo es darum geht, für Rassismus als Herrschaftsideologie zu sensibilisieren, die auf alle wirkt
und einfach in die Auseinandersetzung mit den eigenen Rollen, aber auch mit den Strukturen zu gehen. Und das ist eine Perspektive, die sich auf einer Metaebene bewegt. In der praktischen Bildungsarbeit gibt es auch den diversitätssensiblen oder eine diversitätssensiblen Bildungsarbeit zu kulturellen Identitätskonzepten und zur Pluralität muslimischer Lebensrealitäten. Das ist eher eine Perspektive, die praxisorientiert ist. Und eine dritte Perspektive und ein dritter Ansatz ist die religionsbezogene Bildungsarbeit. Das heißt, eine diversitätssensible Wissensvermittlung über muslimische Lebensverhältnisse, beispielsweise über Phänomene wie Ramadan, das Gebet oder Kopftuch. Und häufig, es ist so ein Spannungsfeld, weil sozusagen die rassismuskritische Perspektive häufig in der praktischen Auseinandersetzung vor Ort, beispielsweise mit pädagogischen Lehrkräften, nicht weiterhilft und wir dann eher sozusagen die Metaperspektive verlassen und dann eher auf die Einstellungsebene gehen und in die individuelle Auseinandersetzung mit den jeweiligen Personen. Genau, und das ist auf jeden Fall etwas, was man diskutieren kann und auch kritisieren kann. Und wir sehen einfach, dass es eine Herausforderung ist, mit der wir uns beschäftigen müssen. Zum Abschluss würde ich gerne noch sagen, dass wir auf jeden Fall, dass noch viel zu tun ist in dem Bereich, aber dass wir dennoch Verbesserungen im Bewusstsein um das Phänomen antimuslimischer Rassismus beobachten in den letzten Jahren. Und natürlich gibt es da viele Ereignisse, die dazu beigetragen haben. Schlimme Ereignisse wie der Mord an Lübcke in Hessen oder die Anschläge von Halle und Hanau. Aber auch internationale Ereignisse wie die Tötung von George Floyd in den USA und die Black Lives Matter Bewegung. Von daher sehen wir da auch mal so eine Resonanz in dem Vortrag über die internationale Perspektive der Black Lives Matter Bewegung und auch wie sie andere Formen von Rassismus beeinflusst hat und das Bewusstsein dafür geweckt hat. Und ich denke auch, dass die Errichtung eines Kompetenznetzwerks zur Prävention von Islam- und Muslimfeindlichkeit, wo wir ja aktiv sind, oder auch die INRA-Studie ein Ergebnis dieses gestiegenen Bewusstseins für die Existenz von Rassismus, antischwarzem, antiasiatischem und andere Formen von Rassismus und auch für antimuslimischen Rassismus. Ja, zum Abschluss, wir müssen weiter daran arbeiten, antimuslimischen Rassismus im Bildungsbereich zu bekämpfen und ein inklusives und diskriminierungsfreies Bildungssystem zu schaffen, in dem alle Chancen haben, ihr volles Potenzial zu entfalten. Und wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke aus eurer pädagogischen Praxis und der Vernetzung. Ich dir auch nochmal ganz vielen Dank für die Einblicke aus eurem Forschungsprojekt. Wir haben jetzt ganz schön durchgezogen, aber das hat den Vorteil, dass wir uns jetzt noch eine knappe Viertelstunde bis 14 Uhr sozusagen erkämpft haben für die Diskussion. Und deswegen gibt es jetzt nochmal den etwas ausführlicheren Raum für Sie und euch, Fragen zu stellen, Rückfragen, Verständnisfragen, Anregungen, sowohl an die drei Vortragenden von den letzten beiden Vorträgen, als auch nochmal an Kimiko Suda und Alain Saunier. Genau. Zwei Fragen, beide betreffen Begrifflichkeiten, eine allgemeine. Sie haben sowohl Rassismen wie Formen des Rassismus verwendet in diesem Panel. Da wollte ich einfach eine Verständnisfrage nachfragen, inwiefern diese Begriffe synonym sind oder ob Sie da unterschiedliche Bedeutungen denen zuweisen würden. Und die zweite Frage würde an Frau Schweizer gehen. Und zwar bei Ihrem Vergleich zwischen den vier Ländern. Was mich erstaunt hat, ist eigentlich die Nichtverwendung von Race im Amerikanischen. Also ich denke, es gibt einen deutlichen Unterschied zum Deutschen, da erstaunt es mich nicht. Hingegen im englischen Sprachgebrauch haben sie ja dieses Gender, Class, Race eigentlich. Und dann hat mich eigentlich das im englischen Rahmen nicht erstaunt, hingegen im Amerikanischen.
Haben Sie da eine Erklärung dafür, für diese Nichtverwendung einerseits und andererseits vielleicht eine methodische Frage, wie gehen Sie mit diesen Unterschieden in den Verwendungen in den einzelnen Sprachen um in Ihrem Projekt? Also ich glaube, für mich ist quasi diese unterschiedliche Verwendung von Begriffen zum Beispiel Rassismus und dann gruppenbezogene Menschlichkeit eher bei der Polizei. Es geht eigentlich immer darum, bei Rassismus, für mich, da hängt Ismus mit dran, genauso wie bei Sexismus. Das heißt, dahinter steht für mich ein Verständnis, dass es sich um ein System handelt, dass es quasi kein individuelles Phänomen ist, dass es strukturierende Elemente gibt, dass es um gesellschaftliche Strukturen geht und so weiter. Das ist für mich der Unterschied zum Beispiel zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, der eher vielleicht auf individuelle Vorurteile und bestimmte sozialpsychologische Annahmen zurückgeht. Und ich verwende sowohl unterschiedliche Formen von Rassismus als auch Rassismen. Beides austauschbar. Ich mache da keinen Unterschied. Also es kann auch vorkommen, dass man von Rassismen in Bezug auf den Unterschied zwischen individuellen und institutionellen Rassismus spricht und dann von Formen von Rassismus mit Bezug auf antischwarzen Rassismus, antiasiatischen Rassismus, Anti-Roma-Rassismus, Antiziganismus und so weiter. Ja, aber im Grunde genommen, wenn man von Rassismen und Formen von Rassismus spricht, dann macht man meistens keinen Unterschied. Der Begriffsverwendung in den USA, mich hat das ehrlich gesagt auch sehr überrascht. Ich hätte auch gedacht, dass sie das mehr explizit verwenden. Es kann natürlich auch biased sein durch die Dokumente, die ich dann gerade gefunden habe. Warum ist natürlich eine gute Frage. Also ich denke mal, sicherlich liegt es auch in den anderen Ländern, dass eine gewisse Sensibilität herrscht oder man sicherlich dann, wenn man mit Equal Opportunity oder sowas argumentiert oder die Büros so benennt, dass man da dann vielleicht besser ankommt oder weniger aufwühlt sozusagen. Ich meine, in den USA gibt es ja dann auch, was weiß ich, dann Blue Lives Matter oder dann diese Gegenbewegung. Also es ist ja oftmals eine große Abwehrreaktion, wenn jemandem Rassismus vorgeworfen wird. Also vielleicht ist es dann in den USA auch nochmal besonders sensibel, aber warum da jetzt dieser Unterschied zwischen Großbritannien und den USA vorliegt, weiß ich letztendlich natürlich auch nicht sicher. Aber mich hat es auch überrascht. Ich hätte es auch anders erwartet, wie man methodisch, wie wir umgegangen sind mit den Unterschieden in den Dokumenten. Oder was war der zweite Aspekt der Frage? Ja, ich meine, unser Fokus war zwar mehr inhaltlich auf, was machen die Leute dann jetzt explizit, aber ich habe halt letztendlich in Max QDA das immer mit, wenn mir was aufgefallen ist, wenn ein neuer Begriff gekommen ist, habe ich das dann immer mit aufgenommen und mit kodiert, um einfach so ein bisschen den Überblick zu behalten, wer verwendet was und wer verwendet wie viel, um da dann schon mal die Unterschiede zu nehmen und dann halt auch ein bisschen aus dem Inhalt herauslesen, womit werden dann ähnliche Sachen gemeint, also dass man dann vielleicht nochmal kleine Definitionen oder Erklärungen zu den Begriffen schreibt oder auch immer, wenn ich mir die Dokumente angeguckt habe, habe ich dann kleine Zusammenfassungen geschrieben, was der Eindruck war und wie was verwendet wurde, also einfach viel dokumentiert und beschrieben, um dann da Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit zu schaffen, aber weil das Sprachliche eigentlich nicht ganz unser Fokus war, sondern mehr so ein Nebenergebnis, was ich irgendwie nicht ignorieren konnte, das ist dann nicht viel mehr als das. Ja, gibt es weitere Fragen, sowohl von unserem digitalen Publikum, dass ich gerne melden kann oder auch Fragen in den Chat schreiben kann, als auch von euch hier? Ja, Susi. Ja, danke an euch auf jeden Fall erstmal für die tollen, spannenden Einblicke und für eure Vorträge. Ich habe eine Frage an euch, euch im Bereich auf Bildungsarbeit. Und zwar, wie gestaltet sich der Zugang eigentlich zu den Kitas und zu den Grundschulen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Ist es eher, dass ihr auf die Schulen und Kitas zugeht, dass ihr angesprochen werdet von Trägern möglicherweise und dann auf die Kitas und Schulen zugeht? Oder gibt es auch
Bildungseinrichtungen, die explizit auf euch zukommen und eure Hilfe ersuchen sozusagen und mit euch zusammenarbeiten wollen. Genau, das würde mich einfach mal interessieren, wie da so eure Erfahrungen sind. Und genau, ihr hattet ja auch schon angesprochen, dass es mitunter mit der Verwendung des Rassismusbegriffs eher problematisch ist. Auf welche Begriffe weicht ihr dann aus? Also genau, das würde mich einfach mal interessieren. Dankeschön. Also bezüglich der Aktivierung und Akquise der Zielgruppe oder unserer Zielgruppen, genau, das läuft sehr unterschiedlich ab. Insgesamt ist es so, dass wir im Moment, nachdem wir in den Kompetenzwerken weniger mit in der Arbeit im Kompetenznetzwerk weniger mit einzelnen Kitas und Schulen zusammenarbeiten, weil das Kompetenznetzwerk ist eine bundesweite Anlaufstelle und das würde sozusagen das Ganze so strukturell überfordern. Das heißt, wir gucken immer, wo kommen wir auf Ebenen rein, an Träger, wo das schon weiter höher liegt. Also wir haben zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Schule und Bildung in Sachsen und bieten Fortbildung für Lehrkräfte an. Dann sind die aber von verschiedenen Schulen. Ja? Und genauso gibt es eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit verschiedenen Wohlfahrtsverbänden in einzelnen Bundesländern, die Angebote oder für ihre Kita-Erzieherinnen machen oder für die Leitungskräfte in Kitas. Genau, sodass wir leider, weil das ist eigentlich auch was Schönes und sehr Wichtiges, die intensive Arbeit mit einer einzelnen Einrichtung, aber das können wir gerade im Moment nicht leisten oder da gibt es irgendwie andere Projekte oder Träger, die da eher Formate haben, die da passen, wo man auch vielleicht über eine einzelne Fortbildung hinaus eigentlich länger in einem Prozess ist, also wo es um sowas wie eine rassismuskritische, diskriminierungskritische Organisationsentwicklung geht, dass die Einrichtung länger arbeitet. Das ist natürlich auch das, was eigentlich die nachhaltige Form ist. Und aber zu deiner Frage von, genau, gehen wir auf die Institution zu oder die Institution auf uns, das bleibt ja trotzdem bestehen und da gibt es beides. Also wir versuchen, Akteure anzusprechen, zum Beispiel haben wir seit dem letzten Jahr verschiedene Kooperationen mit Landesjugendämtern aufgenommen, weil wir wollten, dass das Thema antimuslimischer Rassismus in den Fortbildungskatalog der Landesjugendämter kommt, die ja zuständig ist für alle Fachkräfte im Bereich Jugendarbeit. Auch um das dort zu platzieren und letztendlich so ein bisschen so einen Fuß da in diese Verwaltungsinstitutionen zu bekommen. Also da gehen wir auch auf Institutionen zu, Stellen, wo wir denken, das sind wichtige Akteure. Und zwischendurch melden sich aber auch Menschen bei uns, denen wir versuchen weiterzuhelfen, entweder weil es dann passt, eine Fortbildung da in der Region oder bei dem Träger zu machen. Manchmal laden wir die dann wo ein. Also das gibt es auch, dass Leute auch schon mit einer hohen Sensibilität und dass da Rassismus passiert, sich an uns wenden. Und das passt vielleicht so ein bisschen auch zu der beiden Frage mit der Begrifflichkeit. Also wir verwenden halt in Ausschreibungen oder wenn wir in Kontakt treten mit neuen Institutionen, manchmal nicht als erstes den Begriff Rassismus. Oder es ist auch tatsächlich eine Diskussion und ein Lernfeld, auch im Team oder mit anderen Akteuren, weil manchmal sagen wir auch, okay, wir wollen das nicht schon rausnehmen und das so antizipieren, dass das niemand aushält. Und dann reproduzieren wir ja auch ein Sprechen, wo man das nicht benennen kann. Manchmal versuchen wir es dann auch zu benennen und gucken, welche Folgen das hat. Aber an bestimmten Stellen sprechen gehen wir auch mit, also gehen wir zum Beispiel mit Islam-Muslim-Feindlichkeit rein. Dann gibt es halt die Ebene, allgemein mit Ungleichheit und Diskriminierung reinzugehen oder eben mit Diversität, was natürlich immer leichter ist. Unser Ziel ist aber immer, dass wir in jeder Veranstaltung, wenn wir dann die Menschen vor Ort haben oder manchmal auch digital, die mit uns arbeiten, dann auch darauf hinzuweisen, dass wir der Meinung sind, das Ganze hat mit Rassismus zu tun. Und das bedeutet das Phänomen und so verstehen wir das. Also das ist oft sozusagen, wenn wir es nicht benutzen, dann in der Eingangstür von einer Ausschreibung oder wenn ich in Kontakt trete, wenn die Menschen dann uns in der Fortbildung sitzen, dann bekommen sie dort zu hören, dass wir der Meinung sind, dass es Rassismus gibt und dass wir alle davon in irgendeiner Form betroffen sind als Weiße oder als POC-Person und dass es notwendig ist, für die Profession als Pädagogin sich damit auseinanderzusetzen.
Ich würde vielleicht mal was ergänzen zu den Schulen. Also ich arbeite im Projekt, wo wir schwerpunktmäßig Workshops an Schulen anbieten. Und da ist es so, dass häufig die Anfragen von den Schulen, die uns erreichen, schon implizit eine Kulturalisierung von Problemen beinhalten. Das heißt, dass die Anfragen implizit rassistisch sind. Und da ist es natürlich schon so, dass man gucken muss, wie geht man damit um. Man könnte natürlich sagen, die Anfrage ist rassistisch. oder aber man nimmt es auf und geht in die Auseinandersetzung. Das machen wir halt meistens, dass wir dann sagen, wir können einen Workshop anbieten und dann fangen wir an mit Identität und Zugehörigkeit. Das ist etwas, was relevant ist für eine durch Diversität geprägte Gesellschaft. Und über dieses Thema, was erstmal okay ist für alle und wo jetzt erstmal keine Abgehaltung ausgelöst werden, bringen wir dann tatsächlich dann unsere Themen dann ein. Also dass wir über die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und mit Zugehörigkeit natürlich auch zu Ausschluss und Diskriminierung kommen und dann natürlich auch irgendwann zu antimuslimischem Rassismus. Und das ist jetzt, glaube ich, da kein Königsweg, aber da muss man ja pragmatisch sein, weil wenn sozusagen die Anforderungen zu hoch gestellt werden, dann kommt man gar nicht ins Arbeiten. Und die Lösung sozusagen, die ich jetzt gerade so vorgestellt habe, wäre, dass man sagt, okay, wir haben unterschiedliche Bausteine und wir können so mit Identität, Zugehörigkeit und dann führen wir dann zu den anderen, zu Diskriminierungsformen und antimuslimischen Rassismus. Ja, in Angesicht der fortgeschrittenen Zeit und damit wir dann auch halbwegs pünktlich um 14 Uhr Schluss machen können, ich sehe jetzt hier keine weiteren gehobenen Hände und auch in unserem digitalen Publikum keine Rückmeldung mehr. Wir haben in diesem Panel, glaube ich, eine sehr umfangreiche Einblicke bekommen von Einblicken in die Black Lives Matter-Bewegung, die verschiedenen Narrative über die transnationalen Verflechtungen, historischen Perspektiven, aber auch konkrete Maßnahmen, die von einzelnen Behörden ergriffen werden oder vielleicht auch nicht ergriffen werden und inwieweit das von bestimmten Diskursen auch beeinflusst ist, haben wir jetzt nochmal viele spannende Einblicke auch bekommen, wie man das Ganze dann auch in der Praxis umsetzen kann. Und ich denke, das bietet viele spannende Anknüpfungspunkte, sowohl für die perspektivische Forschung als auch für die Zusammenarbeit mit Akteuren und Akteurinnen in der Praxis. Ich danke auf jeden Fall allen Panelists heute für eure spannenden Vorträge und Einblicke und auch Ihnen und euch als Publikum für die interessanten Rückfragen, für die Geduld mit unseren technischen Problemen und wünsche euch noch eine spannende weitere Jahreskonferenz mit vielen interessanten folgenden Beiträgen. Vielen Dank. Applaus